Arafa war am Samstag. Jetzt gibt es, Sheikh al-Albani, rahimahullah, sagt, darf man nicht fasten. Auch wenn es begründet ist. Also was heißt begründet? Ich habe nicht einfach so Lust auf Fasten und das war's. Nee, nee, es gibt einen Grund, eine Ursache. Es ist Arafa, es ist Ashura. Sheikh al-Albani, rahimahullah, sagt, nein, darf man nicht. Andere Schüler sagen, doch, du darfst. So, jetzt darfst du nicht herkommen und sagen, wie kannst du nur Samstag fasten? A'udhu billah, kennst du nicht den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Wir sollen nicht fasten und wenn du nur einen Zweig hast, dann nimm ihn in den Mund und du sollst daran beißen. Hauptsache, du hast nicht gefastet. Guck mal, ich folge gelehrt, ich bin kein Gelehrter. Und die Gelehrten, Großgelehrten, die anerkannt sind, die haben gesagt, dieser Hadith gilt für Tage, die ohne Grund gefastet werden. Ich habe Lust zu fasten. Okay, dann hast du 7 Tage, Habib, also nicht 7 Tage, dann hast du die ganze Woche, aber bitte nicht Samstag alleine. Vorher einen Tag, nachher einen Tag, bitteschön. Aber wenn es einen Grund gibt, dann darfst du auch einen Samstag fasten.